Ein Jahr lang ist es nun her, dass die militante Veganerin und ich gemeinsam am Tisch saßen, um vegan zu essen und um zu diskutieren. Also, Charo rechtfertigt Tiermord durch Genuss und Tradition. Wir halten es fest. Und er tötet jetzt mehr Tiere, weil die Veganerin gemein zu ihm war. Unser Video ist viral gegangen. Es gab unzählige Kommentare, zahlreiche Reactions und auch andere YouTuber haben sich zum Gespräch eingeladen. Wir müssen diesen Satz jetzt von diesem Tisch hier streichen. Ich habe genauso geatmet wie Hitler, deswegen bin ich nicht gleich Hitler. Inzwischen ist viel passiert und ich denke, es wird Zeit für ein Wiedersehen. Und für etwas Liebe. Ich würde da anfangen, wo wir letzte Mal aufgehört haben. Ich verzichte, ja, aber ich winke hier. Oder auch nicht. Dennoch habe ich mir für Raffaela was ganz Besonderes überlegt. Charo hat gesagt, er will mein Workout mitmachen, richtig? Dein Booty-Kurs. Ja, ich mache so Handy-Workouts und gehe halt hier und da mal laufen. Und weil ich so, willst du das mitmachen? Na gut, dann machst du das mit. Das Video könnt ihr euch im Anschluss auf meinen zweiten Kanal Abosportlich ansehen. Wir werden jetzt erstmal in diesem wunderschönen veganen Restaurant essen gehen. Dass ich hier jemanden belästige, das ist natürlich ärgerlich. Deswegen spreche ich hier natürlich gerade leiser. Und später werde ich Raffaela auf eine ihrer Demos begleiten. Raffaela, bei allem Respekt, du gehst auch bei... Du hast keinen Respekt vor mir. Ich hoffe, wir vertragen uns diesmal. Wir haben hergefunden. Ihr habt die hergefunden. Dieses schöne Eck. Ja. Ich habe mir gerade schon die Karte angeguckt. Ist nur vegan, wirklich? 100% vegan. 100% vegan habe ich gesehen, nicht? Er selber lebt fast vegan, hat er gerade gestanden, offen und ehrlich. Finde ich sehr gut von dem Mann und ich weiß nicht, ob ich hier satt werde. Du wirst hier auf jeden Fall satt, sicher. Ja, ich habe ja auch da auf deinem Kanal gesehen, dass du schon öfters vegane Gerichte gegessen hast. Kalorien gibt es in pflanzlicher Ernährung, alle Aminosäuren, hast du vorher schon gesagt, gibt es auch in veganen Proteinshakes. Man kann alle Nährstoffe abdecken und auch auf jeden Fall genug Kalorien, wenn du genug isst. Ich finde es stark, dass sie unsere Videos guckt. Hä? Yeah. Ehrlich. Sie betreibt Recherche, dafür Respekt. Möchte ich keinen Respekt. Ich ärgere mich über jeden Klick, den ich ihr dahingegen gegeben habe. Wenn er Tierprodukte isst, hat ganz das keine kurz, Klicks verdient. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Ja. Du isst ausschließlich in rein veganen Restaurants? Nein, stimmt nicht. Also ich wäre auch mit euch in ein nicht rein veganes Restaurant gegangen. Voraussetzung halt, dass die Personen, mit denen ich am Tisch esse, halt nur vegane Sachen bestellen. Oh, ah, okay. Dann war das eine Fehlinformation, die ich bekommen habe, leider. Also ich gehe auch zum Burger King und hole mir dort das richtig geile vegane Burger-Chicken-Dingsbums. Das ist richtig geil. Beim Subway haben die mittlerweile so vegane, geile Kekse, die sind sick. Also einen veganen Keks, der ist so gut. Also ja. Schade, also es sieht eigentlich so aus, als würden wir bald eine vegane Foodtour machen, oder? Ja, können wir eine vegane Foodtour machen mit Raffaela. Weil ich hätte dir gerne King Shawarma gezeigt. Nicht das Shawarma, der hat richtig schöne, knusprige Falafel. Da kriegt man doch auch Genuss. Schau, du weißt es doch eh selbst. Da komme ich auch selber und auf weißt Genuss. Du, Genuss war das letzte Mal seine Rechtfertigung dafür, nicht vegan zu sein. Wenn du jetzt weißt, erstens, Genuss kann sowieso keine Rechtfertigung für Gewalt. Du kriegst den Genuss, aber du kriegst ihn auch von veganen Sachen. Und selbst wenn er nicht da wäre, selbst wenn alles nach Pappe schmeckt, esse ich vorher alles, was nach Pappe schmeckt, bevor ich dich esse. Das ist keine hundertprozentige Befriedigung. Okay, wir brauchen hundertprozentige Befriedigung, dafür begehen wir Gewalttaten. Das ist Vergewaltigerlogik, Charo. Genuss ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Hast du dich nicht ausgepowert, gerade beim Sport? Mir ist kalt und mir wird warm bei so einer Diskussion, vor allem wenn du so viel blödst. Bitte, bitte. Nein. Hier, der Kollege ist entspannter geworden. Das ist meine Musik. Haben Sie selber gesungen, die Musik? Ja, genau. Wenn das Essen genauso gut schmeckt, wie die Musik klingt, ja, dann freue ich mich. Ja. Ja, ich habe ihm gerade gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass Charo satt wird. Weil er soll denken, dass es auch geht. Und wissen, dass es auch geht, ohne Tiere zu essen. Ja. Ja. Was würden Sie jemandem sagen, damit er vegan wird? Was haben Sie da für Tipps? Tipp? Wie heißt das denn? Englisch? Englisch? Nein. Okay. Sagen wir mal, ich komme, ich sage, warum vegan? Warum? Aha. Was sagen Sie darauf? Also, das ist vegan, wenn vegan essen, das ist gut für Gesundheit. Das ist normal. Es geht halt für mich nicht primär um die Gesundheit. Also ich bin zwar über gesundheitliche Argumente in eine eher pflanzliche Ernährung gekommen, aber durch das Gesundheits- oder Umweltargument kann man halt nicht Veganismus begründen. Da geht es halt um Tierrechte, weil der Gesundheit ist egal, wenn man hier und da mal einen Fisch isst. Der Umwelt ist auch egal, wenn man hier und da mal einen Fisch aus dem Wasser zieht, aber dem Fisch nicht. Ich glaube, die hatte ich das letzte Mal nicht mit. Nee, die habe ich nicht kennengelernt. Rosalinde kennt man ja, ne? Die ist ja schon sehr gut viral gegangen. Ja. Die anderen beiden Shababs kenne ich noch nicht. Shababs? Shababs. Was heißt das? Shababs bedeutet Jungs. Jungs, okay. Ja. Also sie ist ein Mädchen, das ist die Bertha. Das ist die Bertha, ja. Aber die hat doch Hörner, das muss doch. Nee, ja, gut, das haben ja Kühe nicht. Eigentlich. Also, ja, nur häufig werden in der Milchindustrie und generell in der Fleischindustrie die Hörner von allen Kühen weggebrannt.
damit sie sich nicht wehtun, weil sie leben oft so eng, dass sie Aggressionen aufbauen und dass sie weder den Bauern noch die anderen Tiere verletzen, werden die weggebrannt. Das ist fies. Ich würde denen mehr Platz geben. Das ist schön und ich würde ihnen überhaupt die Freiheit geben und sie nicht ausnutzen, weil dann haben wir diese Probleme gar Freiheit nicht. Freiheit kann sein. Dann muss man aber vegan leben, weil wenn du jemandem die Freiheit geben möchtest und nicht nur die körperliche Freiheit, sondern die rechtliche Freiheit, dann musst du sein Recht respektieren, nicht versklavt zu sein und vegan leben. Sonst sind das leere Worte, Charo. Sollen wir erstmal in die Karte reinschauen? Können wir machen, aber ich wollte nur erklären, warum ich sie habe, weil ich dann und warum sie ein Mädchen ist, warum das wichtig ist. Das ist Bertha und wer ist der Kollege? Der heißt jetzt Konrad seit neuestem. Ahlaus Ahla, ja. Habibi Konrad. Ahlaus Ahla bedeutet. Ahlaus Ahla bedeutet herzlich willkommen, Konrad. Ja, herzlich willkommen, genau. Ja, so muss man, so respektvoll muss man allen umgehen. Und das Bob, das kleine Küken. Bob, der kleine Küken. Das männliche Küken, das geschreddert. Die ziehen immer die Arschkarte, ne? Ja, die ziehen die Arschkarte. Die haben die richtige Arschkarte. Ich würde sie retten. Du zahlst für die systematische Unterdrückung und die Ermordung von denen. Du kannst nicht sagen, du würdest sie retten, wenn du Eier isst. Doch, also wenn ich einen Huhn hätte, so ein, wie heißt der nochmal? Er heißt Bob. Bob, wenn ich so einen kleinen Küken hätte, Bob, ne, und ich habe so eine Henne, da kommen dann so 6, 7 Küken raus und da sagen Beispiel meinetwegen 3 Bobs drin. Alle 3 dürfen weiterhin leben. Aber das ist ja bis nicht Tag das, was X. du im Alltag machst. Weil du kaufst ja Eier und da sterben alle männlichen ein Küken. Ein Bob eignet sich sehr gut für eine Suppe. Also würdest du ihn nicht retten, sondern du würdest ihn ermorden für Genuss. Später, ja. Ja, dann rettest du ihn ja nicht. Dann hat er so ein paar Tage in seinem Leben. Was heißt, wenn er dafür da ist? Lass uns du bestimmst, mal was dass er dafür bestellen. Da ist. Ist doch also, pervers. Rosalinde, Bob, Bertha, Konrad sind auch heute mit dabei. Genau. So, und dann aber noch hier Unterrichtsmaterial. Unterrichtsmaterial. Sehr gut. Auch vorher gucken wir hier in die Karte rein, weil ich habe schon tierisch Hunger. Ich hätte hier gemischte Vorspeisen genommen. Ja. Das Einzige, was ich nicht mag als Hauptspeise, sind so super fettige. Sind so super fettige Kokos-Curry-Sachen, das mag ich nicht. Nee, ich esse nicht fettig. Okay. Aber ich hätte gerne eine Portion Reis dazu, ich brauche die Carbs. Gibt's ja. Du hattest gerade den veganen Döner erwähnt. Ja. Wann hast du das letzte Mal in einen echten Döner gebissen? Boah, ich bin jetzt alt, ich bin 27, ich bin seit 3 Jahren vegan. Boah, vor 4 Jahren wahrscheinlich. Du hast schon dein ganzes Leben gedribbelt. Ja, ich habe definitiv dazugelernt, dass man nicht ein Tier zu einem Spieß verwandeln darf, habe ich gelernt in den letzten paar Jahren. Ich denke, im Leben werden noch viel, viel weitere Probleme auf dich zukommen. Egal, was mir im Leben passiert, und es mag sein, dass mir noch sehr viele schreckliche Dinge passieren, weil ich bin noch relativ jung, werde ich hoffentlich trotzdem niemals dieses schreckliche Schicksal, was du den Tieren antust, erleben müssen. Ich werde hoffentlich niemals von meiner Familie getrennt werden, von meinem Kind, das eigentlich an meinem Busen trinken sollte, weil jemand die Muttermilch aus meinen Brüsten stehlen möchte. Ich werde hoffentlich niemals sexuell so ausgebeutet, wie die Tiere das in deinem Namen werden. Ich werde hoffentlich niemals versklavt und eingesperrt, angekettet, mit einer Nummer versehen und schlussendlich im Schlachthof mit all meinen Freunden und Kindern vor meinen Augen ausbluten müssen. Das werde ich hoffentlich niemals erleben müssen. Wie ist denn die Beziehung zwischen dir und deiner Familie, deiner eigentlichen Familie, deinen Eltern? Ich habe keinen Kontakt mit meiner Familie. Schade. Können wir bestellen, Onkel? Damit ich auf jeden Fall satt werde, Freunde, erstmal hier Designer Way Ready to Drink Week reinziehen. Weil ich glaube, so richtig satt hier mit dem veganen Essen werde ich nicht. Und den findet ihr auf jeden Fall bei ESN immer Rabattcode Charo heute. Heute in Banane. Ja, jetzt weißt du verstehst nicht, Gabe. Was du gerade gesagt hast. So, Leute, herzlich willkommen. Wir sitzen jetzt endlich hier am Tisch. Wir haben die erste Vorspeise. Ich greife direkt erstmal rein. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist auf jeden Fall alles vegan. Raffaela ist schon ein bisschen auf 180. Sie hat gerade ein kleines Video für ihren Kanal gedreht. Wo das veröffentlicht wird? Wo wird das veröffentlicht? Bei mir am YouTube-Kanal, die militante Veganerin. Hm? Ist das gut? Da wird alles zeigt euch veröffentlicht. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Was sind das, die Shrimps oder die Veganen? Ich glaube, ich habe hier Nuggets. Nein, frittiert schmeckt eh alles gleich, muss man schon ehrlich sagen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Du hattest gerade in deinem Video gesagt, dass du dich ein bisschen getriggert gefühlt hast und nicht ganz wohl und. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil am Ende des Videos haben wir uns zum Abend und ich dachte, du bist mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Nee. Meine Intuition, warum ich dieses Video damals oder warum ich dich eingeladen habe, ich habe gesagt, komm Raffaela, wir müssen am Tisch sitzen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Tisch setzen. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Meine reine Intuition war, ich habe dich beobachtet auf TikTok. Du hast überwiegend charakterschwächere Menschen rausgesucht in der Innenstadt. Für mich war das eine leicht aggressive Art. Da habe ich gesagt, dieses Fräulein, dieses Mädel würde ich gerne einladen. Und genauso wie sie den Menschen gegenüber auf der Straße gegenüber tretet, trete ich ihr auch bei diesem Gespräch gegenüber. Und das, was du machst und wie du das machst, ist vollkommen für den Arsch. Das Ziel des Videos für mich persönlich war einfach nur, dein Aktivismus zu dem Zeitpunkt, was du da gemacht hast, war vollkommen in Ordnung.
ist vollkommen in Ordnung. Nur die Art und Weise, wie du das machst, ist sehr, sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Und darum ging es mir nur. Mir ging es nur darum, dir ein bisschen zu zeigen, ey, mach vielleicht weiter so, aber geh uns doch nicht allen so krass auf den Sack. Entspann dich mal, reflektier das Ganze und geh nochmal deine Sache oder dein Ziel, dein Aktivismus nochmal vernünftig nach. Das war das eigentliche Ziel vom Video. Das sind die gleichen leeren Plattitüden, leeren Worte, wie du das letzte Mal schon gebracht hast, dass ich mit mehr Liebe auf etwas, also das verwenden soll. Ich finde es halt immer so pervers, wenn jemand von mehr Liebe spricht, während er dafür verantwortlich ist, dass zitternde Tierkinder jetzt gerade für ihn am Schlachthof stehen, dass die Liebe von einer Mutterkuh und ihrem Kalb getrennt wird. Es gibt keine Tierkinder. Das sind Kinder in anderen Formen und Farben. Und du sprichst dich immer so dafür aus, dass wir gemeinsam kämpfen, gemeinsam eins sein sollen. Aber sobald jemand kein Mensch ist, respektierst du ihn nicht mehr und lässt ihn abstechen, betrachtest ihn als Nutztier, verstehst Diskriminierung im Kern überhaupt nicht. Und das ist halt so traurig, weil ich glaube daran, dass jeder Mensch eigentlich versteht, dass das Kinder sind in anderen Formen und Farben. Wir alle, Charo, wir alle bluten in derselben Farbe. Und welche Farbe blutet eine Kuh? Weiß ich nicht. Rot. Und du sprichst von Liebe, während du genau so eine Gewalt an Tieren ausübst. Das Einzige, was ich als Aktivistin tue, ist, mich zwischen dich und die Tiere zu stellen und zu sagen, stopp, Charo. Mach das, weiter. Ich bitte dich. Und du sagst mir, scheiße, Raffaela, ist mir egal. Du stößt mich weg und stößt ein Messer in die Kehle einer Kuh hinein. Das ist so pervers. Und setzt dich dann auch noch hin und sagst, ja, du machst deinen Aktivismus falsch, es ist alles falsch. So, glaubst du, irgendwer hört dir zu, wenn du nicht hier und da mal deine Emotionen, dein Temperament mit in solche Videos reinbringst. Natürlich tue ich das. Dass ich von vornherein irgendwen anschreie oder sonst was, das sind Verleumdungen. Du kannst mir gern die Videos zeigen, wo ich irgendwen, irgendein Kind oder sowas angeschrien und fertig gemacht haben soll. Zeig's mir. Weißt du, viel öfters wurden mir irgendwie Burger ins Gesicht gedrückt, ich wurde geschlagen, ich wurde gehauen. Du hast mir das letzte Mal sogar gesagt, ich bin dran schuld. Rechtfertigt das, dass du dann auf andere Menschen dann so losgehst? Was heißt losgehst? Diskutieren. Jetzt gerade diskutieren wir ja auch, wer zu mir kommt und mit mir eine Debatte führt. Der weiß, er spricht nicht mit der Milden, sondern mit der Militanten. Veganerin. Richtig. Die Worte, die ich sage, sage ich manchmal ein bisschen lauter, aber meistens ist es so, wenn du dir meine Videos mal wirklich anschauen würdest und du hast auf ein Video mal von mir reagiert, wo drei Jungs ganz ruhig um mich rumstanden und wir ganz ruhig geredet haben, so wie man in den Wald schreit, so kommt es zurück. Wenn mir jemand intellektuell unehrlich in einem Gespräch kommt und sagt, ja, du kannst mich auch essen, ja, du kannst auch meine Mutter vergewaltigen und ihre Milch trinken, dann sage ich ihm, weißt du was, zisch ab, Tierquäler. Und das ist dann auch schon alles, was die von mir hören. Darf ich reden? Du widersprichst dich voll. Du bist in eine Burgerkette reingegangen, die Menschen haben gar keinen Bock auf dich, die kennen dich teilweise nicht mal, die wollen einfach nur in Ruhe ihren Tag genießen, teilweise vielleicht noch einen Kindergeburtstag feiern und ihr Essen essen. Ja. Keiner geht auf dich zu. Ja. Du gehst auf die und penetrierst sie, gehst dann auf den Sack. Und mein Ding war einfach, lass diese Menschen in Ruhe. Lass die Tiere in Ruhe. Es gibt solche disruptiven Aktionen und die habe ich auch ausreden. Gemacht. Du hast einen Punkt gemacht, du hast ihn vorher schon gebracht. Das ist schwierig. Mein Gott, du hast den Punkt gemacht. Ich soll deinen Punkt nerven. Nein, ich habe keinen Punkt gemacht. Ich wollte vielleicht nur einen Atemzug. Es ist schwierig, wenn du immer wieder ins Wort fällst. Dann führe doch deinen Punkt aus. Doch, mach führe weiter. Noch aus. Nein, mach weiter. Dann sag doch, was du noch zusätzlich sagen willst. Ich hab's vergessen. Ich muss jetzt wieder nochmal nachdenken, weil du jedes Mal reinfällst. Hast du jetzt eine Nachdenkpause. Was sagst du fernab von all den Emotionen zu den Nuggets? Ich konnte nichts. Alle Nuggets gegessen. Ich hatte keinen Hunger. Hier, das sind dieselben, die ich esse. Oh, ich dachte, das sind Shrimps. Ach so, warum hast du nicht reingegriffen? Guck mal, in meiner Kultur, das ist das Schöne, wenn man sich auch mit anderen Kulturen befasst, da legt man alles so auf einen Tisch, da gibt es nicht mein und dein Teller. Weißt du, da isst man gemeinsam. Dann nehme ich auch mal hiervon, weißt du, wie ich meine, und dipp mal in diese Soße rein. Und wenn du willst, fütter ich dich so. Das ist in meiner Kultur so. Ja, ich habe disruptive Aktionen gemacht und ja, das mache ich immer noch. Und ja, dort wollen die Menschen nicht mit mir sprechen. Aber ich habe es dir in meinem Video vorher schon gesagt. Solche Aktionen dienen natürlich nicht, um ein Individuum dann zu fronten, sondern um unglaubliche mediale Präsenz dafür zu gewinnen. Und wenn man eins nicht abstreiten kann, ist, dass mir genau das gelungen ist. Die Leute sind mit dem Thema Veganismus seit Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise sogar mit Tierrechten konfrontiert. Wir brauchen Revolutionen. Revolutionen in vergangenen Gerechtigkeitsbewegungen haben sich nicht dadurch gegeben, dass Leute freundlich um ihre Rechte gebeten haben. Stell dir mal vor, Frauen hätten sich einfach nur hingestellt und gesagt,
bitte, bitte, lieber Charo, lass mich wählen, bitte. Dann hast du gesagt, nein, Frauen haben noch nie gewählt, das war immer schon so, Männer sind stärker als Frauen auf jeden Fall. In meinem Buch, was ich folge, haben Frauen die gleiche Berechtigung wie der Mann auch. Und die haben auch ein Wahlrecht. Auf jeden Fall haben sich diese Sachen in der Geschichte nur dadurch ergeben, dass wir nicht nur mit freundlichen Worten und sehr, sehr ruhig solche Rechte eingefordert haben, sondern dass beispielsweise auch Schwarze im Rahmen des Bürgerkriegs Revolution betrieben haben, dass sie Straftaten begangen haben. Und wenn es sogar nur so milde Sachen waren wie Rosa Parks, die sich geweigert hat, auf der Busseite aufzustehen, wo nur Weiße sitzen durften, dass sich Schwarze in Cafés gestellt haben, wo nur Weiße essen durften. Das hat gestört den Alltag damals, das war unangenehm. Hättest du diesen Leuten auch gesagt, hey, ihr dürft das nicht machen, weil ihr stört dort alle Weißen, ihr drängt denen eure Meinung auf, hättest du das denen auch so vorgeworfen? Darf ich eine Frage stellen? Du hast es gerade gesagt, ich mache alles falsch, das habe ich nicht gesagt. Ich finde deinen Aktivismus auch gut. Wirklich, ich hab's noch mal, ich wiederhole mich noch mal, nur die Art und Weise, ich komme wieder auf den Punkt, wo ich gerade war. Es ist nur die Art und Weise, wie du das machst, Bagdad. Du hast jetzt meine Frage nicht beantwortet, Schau. Eine Kannst Frage. Du meine Frage beantworten? Ich beantworte die gleich. Eine weißt Frage. Du überhaupt noch, was die Frage war? Ich beantworte die gleich. Weiß nicht mehr, was die Frage war. Ich beantworte die gleich. Eine Frage. Was hast du bisher mit deinem Aktivismus erreicht? Ich kenne viele andere auch Aktivisten, ja, die gehen mir nicht so auf den Sack. Im Gegenteil, da baue ich sehr viel Sympathie auf. Und die haben es sogar geschafft, wie so ein Robert Mark Lehmann zum Beispiel, dass gewisse, wie heißt das hier, Bauernhöfe, Tierställe geschlossen werden, aufgedeckt werden. Und jetzt eine Frage an dich. Was hast du mit deinem Aktivismus erreicht? Außer, jetzt hast du eine gewisse Reichweite erreicht, jetzt bist du auf einer anderen Plattform, jetzt greifst du das, machst du das monatell, ja, kohlemäßig. Und was hast du jetzt mit deinem Aktivismus nachweislich erreicht? Ja. Für den Wohl der Tiere. Ich möchte hier nochmal in die Kamera festhalten, dass du meine Frage von vorher nicht beantwortet hast. Und ich erinnere dich nur an die Frage, dann beantworte ich dir gerne deine Frage. Die Frage war, ob du dich damals auch so darüber aufgeregt hättest, wenn schwarze Menschen in die Cafés von Weißen gehen und dort die Menschen stören. Nee, ich reg mich nicht auf. Dort nicht. Nee. Obwohl sie die stören und ihnen ihre Meinung aufdrängen. Aber sobald ich das für die Tiere Menschen mache, ist genau, was anderes die sogar wie weniger Tiere. Für sich selbst Menschen können. Sind was anderes wie Tiere. Schaut bei mir vorbei, da erkläre ich, warum das einfach nur Speziesismus ist. Es ist einfach, sie fühlen genauso, sie können genauso wenig für sich kämpfen, wie damals eben die schwarzen Menschen für sich kämpfen konnten. Okay. Jetzt kommen wir aber zu deiner Frage zurück, ja? Und ich kann nur nochmal wiederholen, das, was ich letztes Jahr schon gesagt habe. Und es ist schlimm, dass dich diese Frage nicht weiterentwickelt hat, weil ich werde dir genauso antworten wie letztes Jahr. Du hast keine Evidenz dafür, dass ich der Sache schade. Weißt du, was Evidenz bedeutet? Keine Beweise. Mhm. Ja? Ich kann dir auf jeden Fall ein paar Beweise zeigen. Ja, und, ne? Auch dir, und dann habe ich damals schon Veganer, gesagt... Veganer, die keinen Bock auf dich haben, die sagen, du schadest das hier. Charo, genau. Sie sagen es genauso beweisbefreit wie du. Und ich kann dann nur wiederum sagen, ich habe zumindest anekdotisch sehr viele Beweise, dass deswegen jetzt Leute vegan geworden sind. Ich habe keine Statistik unterm Strich, ob deswegen jetzt insgesamt mehr Tiere versklavt werden oder sind weniger. Durch Robert Mark Lehmann aber auch. insgesamt... Für das Tierwohl, was hast du fürs Tierwohl gemacht? Insgesamt steigt die Quote an Veganern und vor allem das Bewusstsein in der Bevölkerung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Phasen der Wahrheit von Arthur Schopenhauer, wie sich etwas in einer Gesellschaft tut, zuerst ignorieren sie dich und belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich vehement und schlussendlich wird das als selbstverständlich anerkannt, wofür du gekämpft hast. Und genauso mache ich das. Es gibt Robert Mark Lehmann, es gibt einen von mir aus sogar irgendwelche Kochkanal-Channels, wo die nur vegan kochen. Es gibt so unterschiedlichen Aktivismus und es gibt die vor haben allem keinen Bock auf dich. Und ich es schwör. Gibt vor allem sehr viel milden veganen Aktivismus. Teilweise ja, sogar mehr. So, dass es eben so dargestellt wird, als könnte es in Ordnung sein, Tiere zu versklaven. Es gibt hingegen aber sehr, sehr wenig Menschen, die den Tierversklavern da draußen, den Nicht-Veganern ins Gesicht sagen, dass das nicht okay ist, Tiere zu versklaven. Das heißt, wir können jede Form von Aktivismus hier kritisieren und sagen, hey, du erreichst mir. Ich weiß, was mich erreicht hat. Und für mich war es ein sehr, sehr radikaler Vergleich. Und sehr, sehr viele Menschen da draußen hatten viel Kontakt, du ja auch, zu all diesen milden Veganern. Und sie sind ja trotzdem nicht vegan geworden. Das heißt, offensichtlich bei dir haben sie nichts bewegt, nichts geändert, du bist nicht vegan geworden. Und manche Menschen, so wie du, sind halt einfach unvernünftig. Dann kann man mit den vernünftigsten Argumenten kommen, sie werden sich nicht ändern. Und dann gibt es vernünftige Leute, egal wie sie die Botschaft bekommen, und da bin ich dann einfach ein großes, lautes Sprachrohr, werden sie, weil sie vernünftig sind, vernünftige Argumente hören. Selbst wenn sie mich nicht mögen, werden sie deswegen vegan sein. Was sich tatsächlich verändert hat, ist die Grundstimmung meinem Aktivismus und meinen Argumenten gegenüber. Sehr, sehr viele Leute haben im letzten Jahr gesagt, ich mag sie zwar nicht, aber jetzt mittlerweile verstehe ich, warum sie das macht. Ich habe mir diese Videos angeschaut. Ich bin jetzt sogar vegan geworden.
Also das gibt's und vor allem, was ich ganz, ganz toll finde, es gibt große YouTuber, ein Feroz Khan, ein Simon Will, mehrere Content-Creatorinnen, auch auf anderen Plattformen, Cherry Rebel, Asia Pervers sind vegan geworden und die haben eine große, laute Stimme auch auf ihren kleinen Communities oder in großen Communities teilweise und die sagen jetzt, hey, ich bin sogar durch mich und durch diese Videos insgesamt vegan geworden und das ist großartig. Ey, das ist super. Ich schwöre, ich meine das auch aus tiefstem Herzen. Das ist wirklich stark. Hundertprozentig. Ja, aber es ist nicht stark, dass du nicht vegan bist. Ja, okay, das ist nicht stark. Ist in Ordnung. Darauf nehme ich jetzt erstmal hier nochmal einen Schluck Designer Whey, Friends. Da. Den findet ihr bei ESN. Warte. Mit Rabattcode Charo gibt es immer noch bei maximal animalischen Prozente. Hast du vegane Ente bestellt? Ich habe vegane Ente bestellt. Serai mag die auch, die vegane Ente. Ja? Ja, ja. Die mag ich auch, die Serai. Grüße gehen raus an Orient trifft vegan. Die macht immer geile Gerichte. Ja, und sie verbreitet sehr viel Liebe. Raffaella, zusammengefasst in einem Satz, was ist das Ziel deines Aktivismus? Das Ziel meines Aktivismus ist etablierte Menschenrechte für Tiere, dass Tiere vor dem Gesetz genauso wenig versklavt werden dürfen wie wir Menschen und das auf Basis der ethischen Erweiterung von der moralischen Logik hier, dass sie genauso fühlende Personen sind wie wir, nur Kinder in anderen Formen und Farben. Mhm. Und damit ist halt Veganismus einfach die moralische und natürlich auch hoffentlich früher oder später die gesetzliche Pflicht. Ja. Betrachtest du die Ziele deines Aktivismus generell als Utopie oder denkst du, dass es realistisch ist, dass innerhalb deiner Lebenszeit die Welt zu 100% vegan sein wird? Also zu 100% ist fast gar nichts möglich. Das Einzige, was 100% sicher ist, ist wahrscheinlich, dass ich sterbe, früher oder später. Kacken musst du gleich auch. Das ist auch 100%. Nicht unbedingt, vielleicht sterbe ich vorher. Genau. Ja, ich betrachte es genauso als Utopie zu sagen, wir werden einen Planeten haben, wo es keinen Rassismus mehr gibt, keine Vergewaltigungen zwischen Menschen mehr gibt, aber trotzdem werde ich mein Leben dafür aufbringen, gegen solche Gewaltakte und gegen Diskriminierung zu kämpfen und vor allem sie selbst nicht ausüben. Egal wie unrealistisch das ist, werde ich an diesem Ziel kämpfen bis zu meinem letzten Atemzug. Mach das weiter. Charo, ich meine, du kämpfst gegen mich. Nein, du bist, guck mal, den ganzen Tag, wir sind jetzt so gute Zeit jetzt zusammen, so direkt kommen, so immer Kräfte messen, nein, bin ich nicht. Ich sag auch weiterhin, mach. Nur mach's, versuch ein bisschen einen Gang rauszuschalten. Weißt du, vielleicht schaffst du es dann, mich auch vegan zu bekommen. Verstehst du so? Ich hab dich das letzte Jahr schon gefragt, was kann ich dir hier und jetzt wie sagen, dass du vegan bist, dass du endlich die Tiere in Ruhe lässt. Und du hast gesagt, ich kann nichts sagen. Unvernünftige Menschen kann man eh nicht abholen, da kann man nichts machen und fertig. Das stimmt doch gar nicht. Unvernünftige Menschen, das ist doch deren Kern, dass egal was ich dir bringe, egal welche Argumente ich dir bringe, egal wie sehr ich dir das Leid der Tiere sage, bist du unvernünftig und wirst dich an deiner Gewalt festklammern. Das ist es ja genau. Nein, vielleicht versuch weniger zu reden und mehr Taten zu machen. Ich kann nicht mehr. Das ist wirklich, ich weiß nicht, so was für Taten du noch von mir verlangst. Also ich weiß nicht, wie gute mehr Taten ich noch geben kann von mir, von meinem Leben, von jedem Aspekt von meinem Leben. Ich stehe jeden Tag auf der Straße und kämpfe dafür. Ich manchmal, bringe alles manchmal, von mir ein und du sagst mir, ich bringe nicht genug manchmal, Taten, um dich zu überzeugen, manchmal, endlich Tiere nicht mehr abstechen zu lassen. Manchmal reicht einfach nur eine herzliche Umarmung. Das schafft man schon viel. Wie kann ich jemanden herzlich umarmen, der Tierkinder erstechen lässt? Würdest du einen Rassisten herzlich umarmen? Würdest du einen Neonazi herzlich umarmen, Charo? Ich habe einen Nazi zum Tisch eingeladen, in der Hoffnung, dass er so ein bisschen wie ich jetzt gerade einen Rassisten zu Tieren zum Tisch einlade. Habe ich dir genauso das letzte Mal schon erklärt. Es wiederholt sich hier einfach nur alles. Ich setze mich ja mit diesen Menschen offensichtlich auseinander, weil ich naiv genug bin, zu glauben, dass ich Menschen verändern kann. Ehrlich. Genau, und deine Taten sind was? Gewalt an Tieren? Deine Worte sind, ich bin gegen Gewalt an Tieren, gegen Sklaverei. Deine Taten sind Tiersklaverei, Gewalt an Tieren. So, das ist nichts anderes als ein Lippenbekenntnis. Und dann zu kommen mit Taten sprechen mehr als Worte, ist so eine Heuchelei, Charo. So ein Mensch ist das. Einfach nur ein Heuchler. Es ist einfach nur Heuchelei, Charo. Pervers. Das ist Jugendwort des 2024, Heuchler. Er ging auf TikTok schon viral, es geht auch auf YouTube auch noch viral, Heuchler. Weißt du, jeder, der immer so sich hinter irgendwas verstecken will, nimmt dieses Wort Heuchler. Ist kein Thema. Wenn du sagst, du bist gegen Sklaverei, gegen Tiermissbrauch und du lebst nicht vegan, dann bist du ein Heuchler. Kann, du hast selbst gesagt, die Tiere sind nicht frei, obwohl du so gegen Sklaverei bist. Heuchelei. Das ist so leicht zu verstehen. Ich habe so einen gesunden Menschenverstand, Gott sei Dank, dass ich Mensch von Tier unterscheiden kann. Das kann ich auch und trotzdem trete ich weder Mensch noch Tier ins Schlachthaus. Ja? Wo, die fühlen genauso, das sind beides Kinder. Das sind beides fühlende Individuen. Weißt du nicht. Du willst mir doch nicht erzählen, dass ein Hund nicht leiden kann.
Ich rede mal vom Fisch. Ich bin gerade beim Fisch gewesen. Willst du erzählen, dass ein Hund nicht leiden kann? Ich bin gerade beim Fisch gewesen. Kann ein Hund leiden, Schafo? Ja, klar, natürlich kann ein Hund leiden. Darf man einen Hund ins Schlachthaus schicken? Ein Hund isst man erst gar nicht. Du hast doch gesagt, hey, das ist auch ein halbes Nutztier. Warum isst man einen Hund nicht, aber ein anderes Tier? Weil der Hund dafür da ist, draußen auf das Haus aufzupassen. Ich sag jetzt, diese Hunde, genauso wie die Chinesen, sind nur dafür, dass sie zu essen. Ist das jetzt okay? Hau dir rein. Mach was du willst. Also darf man es also doch tun. Mach du bist was du so inkonsistent, Schafo. Mach was du willst. Darf ich deine Hunde essen? Nein. Hunde essen findest du falsch, aber sind plötzlich nicht mehr mach da. Was du willst. Die habe ich damals eingetauscht. Beim Chinesen. Mach, was du willst. Du bist so pervers. Du bist so ein perverser Heuchler. Es ist wirklich, wirklich schlimm, dass du mit sowas durchkommst bei deiner Community. Stellt sich mit seinen Lippenbekenntnissen her, sagt ja, ist alles fein, gegen Gewalt, Frieden, mehr Liebe, drehst 100%. Dich um, schickst Tierkinder ins Schlachthaus, sagst, jeder darf Hunde essen. Merkt ihr das nicht? Nein. Das ist kein guter Mensch. Ich will euch echt nicht stören, aber wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht gleich rausgeworfen werden. Ehrlich, aber entspann dich so. Wie gesagt, Diskussion ist gut, aber dennoch sollten wir ein bisschen... Kein Problem damit rausgeworfen zu werden. Kein Problem damit rausgeworfen zu werden. Nein, aber es ist ja einfach aber nur... Aber mir ist das ja ein bisschen unangenehm. Ich sag's ja auch die ganze Zeit so, entspann dich. Wenn du kein Problem damit hast, rausgeworfen zu werden, das zeigt ja wieder, was für Werte du in dir trägst. Im Sinne von, ich habe kein Problem damit, dass ich dieses Gespräch hier abbreche, dass ich hier jemanden belästige, das ist natürlich ärgerlich, deswegen spreche ich hier natürlich gerade leiser. Mhm. Aber was für Werte ich in mir trage? Definitiv gewaltfreie Werte im Gegensatz zu dir mit deinen Lippenbekenntnissen, deiner perversen Heuchelei. Wofür hast du dich entschieden? Ich habe so Saté-Spieße ohne Tiersklaverei und Gemüse und Reis. Und ohne Erdnüsse, weil er allergisch ist. Ist gut? Es schmeckt richtig gut, richtig fein, vor allem mit der Soße. Sehr knusprig, nicht zu fettig tatsächlich. Ich bin begeistert. Willst du ein Stück haben? Nee, aber nochmal zum Thema Heuchler, ne? Hör mal, du hast jetzt hier ein Jahr lang Reichweite abgegriffen, erzählst was Aktivismus, ne? Ruckzuck hast dich vom Aktivist in einen Influencer gesetzt, ziehst dich jetzt auf OnlyFans aus und wirst mir aber Heuchler vor. Was ist daran so schlimm? Wann hast du letztes Mal in den Spiegel geguckt? Achtung! Ich kann meinen Körper so herzeigen, wie ich will, aber ich kann nicht jemand des anderen Körper etwas antun. Wo ist das Problem damit? Du machst Werbung für ESN, das ist ja auch in Ordnung. Du musst ja Geld 100%. Verdienen, du machst Werbung für etwas, hinter dem du stehst. Ich stehe 100%. Hinter meinem Körper und mach damit ich habe aber nicht meine Geld. Community gesagt, ey Leute, ich setze mich jetzt für das Wohl der Tiere ein. Okay. Ne, ruf da wohl richtig Reichweite ab. Ja. Und dann ein halbes Jahr später ziehe ich mich blank auf OnlyFans. Wo ist das Problem darin? Ich weiß nicht, können die Leute also da reinschreiben. Ich ziehe mich ja so oder so blank. Können die Leute da reinschreiben, wo das Problem ist. Kann ich auch Geld damit verdienen. Und ich bin ja deswegen nicht für mehr Schlachthäuser. Ich bringe sogar dieses Thema häufig in meinen Content rein. Mhm. Freie Körper für Mensch und Tier. Sexuelle Freiheit für Mensch und Tier. Ach, deine körperliche Freiheit. Zurück. Warum darf das Schwein nicht mit einem Mensch spielen? Weil ich auch ein Recht auf meiner nicht sexuellen dir, Freiheit habe. Nicht mit dir, mit meinem perversen Nachbar. Da waren wir vorher bei der Frage. Zoophilie ist natürlich ein großes, umstrittenes Thema. Ich bin komplett dagegen. Selbst wenn, das kann ich dir jetzt erklären, wenn du tatsächlich aufrichtiges Interesse hast. Es gibt manchmal Hunde, die haben Interesse, zum Beispiel einen zu besteigen. Und dann gibt es zoophile Menschen. Zoophilie bedeutet, man hat eine sexuelle Neigung dazu, dass man mit Tieren schlafen möchte. Und dann gibt es manchmal Menschen, die sagen, ja, wenn mein Hund das initiiert, dann lasse ich das zu. Das Ding ist halt, dass du dem Hund damit keinen Gefallen tust. Selbst wenn er teilweise auf Basis dessen, dass er einfach Instinkte hat, sich sexuell an dir annähert oder auch an deinen Genitalien annähert, verwirrst du den Hund damit nachhaltig. Da gibt es auch Studien, du tust ihm weh. Früher oder später kommt es dann auch zu penetrativen Übergriffen vom Menschen, weil du weißt, Sex ist intern, Sex macht Spaß. Dann wird es gewalttätiger. Ein Hund, genauso wenig wie ein Kind, kann Konsens geben. Die verstehen das nicht. Die Genitalien eines Menschen und die eines Hundes, die passen so auch nicht so zusammen. Es gibt schreckliche Verletzungen bei Tieren. Es gibt furchtbarste Lebenshöfe, die dann vergewaltigte Tiere haben. Zoophilie ist ein No-Go. Genauso wie pädophile Übergriffe an Kindern. Darf ich sprechen? Ja. Du hast das wunderbar erklärt. Ja. Aber nochmal, wenn du ein bisschen ruhiger gesprochen hättest, also weniger mit deiner aggressiven Körpersprache, hätte ich, glaube ich, noch zu 100% zugehört. Weil bisher kam nur 60% an. Dennoch habe ich das verstanden, was du sagst. Aber was ich dir sagen will, wenn du weniger diese aggressive Haltung haltest, also ich war ja interessiert, stell dir eine Frage. So, wenn du ein bisschen verständnisvoller noch mal gemacht hätte, so sag mal so nach Motto, zieh mal den Stock aus dem Arsch, so mach das mal vernünftig, dann erreichst du mehr, ehrlich. Schafo, du hast gerade gesagt, du hast es verstanden, also du kannst mir jetzt nicht sagen, ich hätte mehr erreicht, vor allem ist es schon wieder eine evidenzbefreite Behauptung. Du kannst sogar sagen, hey, weil ich so rede, weil ich manchmal temperamentvoll bin, weil mich dieses Thema unglaublich passioniert, gebe ich meine Passion, meine Emotionen weiter und dann schauen es mehr Leute. Das könnte ich genauso gut behaupten, aber vor allem genauso wie ich behaupten egal, kann, du hast auch ganz viele Veganer zum Fleischesser gemacht. Menschen. Kannst du behaupten? Ich glaub's nicht.
weder du noch ich haben Evidenz. Genau, richtig. Genau, und deswegen genau, mache ich weiter, wie ich es für ideologisch richtig halte. Ja. Aber bestimmt hast du richtig viele Leute dazu gebracht, vegan zu werden mit deinen 3,50 € Döner-Videos, deinem 3,30 € Tankstellen-Döner-Videos. Und wo du gesagt 3,69. Hast, du distanzierst dich natürlich von Massentierhaltung, hast du damals schon gesagt. Das waren natürlich wieder mal perverse Lippenbekenntnisse, genauso wie bei Markus Rühl. Verdreh die Worte bitte nicht. Massentierhaltung, nein. 3,29 € Döner. Aber du dennoch sind wir in dieser Globalisierung gefangen. Du musst es nicht kaufen, du kannst vegan leben. Woher willst du wissen, ob ich das kaufe oder nicht? Wenn du das in deinen Videos, selbst wenn du es nicht kaufst, promotest du es damit, ja? Du unterstützt das, du bist bei deinem Poco Loco-Freund. Ja. Glaubst du, das sind alles glückliche Hühner gewesen, die dann die Flügel ausgerissen wurden? Und wie du immer sagst, Massentierhaltung hin oder her, auch Biotiere wollen nicht ermordet werden. Ja, ich hoffe, es schmeckt dir nie wieder ein Stück tierisches Produkt, das du isst. Ich hoffe, alles schmeckt nach Scheiße, was du isst, wenn es von Tieren kommt. Ich kann dir gerne mal meinen Lieblingsdöner vorstellen, Artuklo, Grüße gehen raus an den Laden. Das Besondere an diesem schönen Laden ist, er benutzt wirklich nur Milchkälber. Ja, ich esse auch am liebsten Babys, die noch an der Mutter nuckeln. Das machst du? Die Raffaella isst Milchkälber-Kinderbabys. Ja, er würde leckere Menschen essen. Keine Worte. Schöne Milchkälber, die haben wirklich nur Milch getrunken, kein Hafer, kein Heu. Wunderbar, traumhaft. Ja, er tötet Tierkinder. Er schickt zitternde Tierkinder zum Schlachthof, um sie köpfen zu lassen. Geschmack rechtfertigt Gewalttaten. Aber Raffaella, probier's mal mit mehr Liebe. Geschmack rechtfertigt Gewalttaten. Nein. Mehr Liebe. Ich bleib mal. Möchte jemand vielleicht mal meine vegane Ente probieren? Nee, mir. Sag mir nicht so zu. Aber ich bleib. Okay, komm, hier, einmal probieren. Ich würde dir aber echt sagen, dass du so einen Spieß probierst. Der ist voll lecker. Ich geb dir jetzt einfach einen rein. Ich bleib aber. Oh. Das kriege ich jetzt Liebe von dir. Das ist keine Liebe. Kriege ich jetzt, das ist Liebe. Umso mehr pflanzliche Produkte du isst, umso weniger. Ich lasse es Liebe von Raffaella. Ich schwöre, in dir steckt ein sehr, sehr lieber Mensch. Du brauchst eigentlich sehr viel Liebe, ehrlich. Ich setze mich gegen Gewalt ein. Bismillah. Ich habe auch was für dich. Ich schwöre. Ich habe mir ein bisschen noch herzlicher unser Wiedertreffen gewünscht. Ehrlich, dass das noch herzlicher ist. Hier habe ich eine wunderbare Kochschürze für dich. Es ist Weihnachten. Mach weiter so. Ich meine das wirklich. Vom Herzen. Ich verzichte. Okay, kein Problem. Ich wünsche dir trotzdem wirklich vom Herzen alles, alles Gute. Mach weiter so. Ich schwöre es dir. Ich würde es mir wünschen, wenn du das eine andere oder ein bisschen weniger Hass, mehr Liebe machst. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Was soll ich machen? Du sprichst von weniger Hass. Wenn dujenige bist, der Tiere abstufen lässt, nur weil sie anders geboren wurden als du, weil sie anders ausschauen, wie ein Rassist zu Tieren, ein Spezies ist und lässt sie abstechen. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde diese vegane Ente hier gar nicht schlecht. Ja. Lieber Pute und Hühnchen. Die Ente ist immer fettig, ne? Die hat immer so unter der Haut, so unter der Kruste, so eine dicke Fettschicht, weißt du? Warum ist dein rechter Platz plötzlich frei? Raffaella wollte sich nicht mehr neben mir sitzen. Sie sagte so, wenn das gleich so weitergeht, will sie mir einen auf die Nase hauen. Und da hat sie gedacht, ich schaue sie zurück. Aber ich habe gesagt, ich zeige sie dann an. Sowas mache ich nicht. Er schlägt zwar nicht mich zurück, aber dafür ein Tier in Schlachthaus. Was steht an? Was steht an? Also, die Raffaella, die hat ja vorhin ruckartig den Tisch verlassen. Sie hat aber jetzt hier noch eine Demo angemeldet. Sie hat uns hierzu eingeladen und jetzt schauen wir uns das mal an, was sie hier macht. Ja, Tristan. Ich wurde nicht satt einfach. Ich habe mir jetzt einen schönen, dicken, saftigen Burger geholt. Und ich habe hier immer noch die Kochschürze, die Raffaella leider nicht angenommen hat. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich packe jetzt zwei Stück oben drüber. Und die süßesten Kommentare für ein schönes Miteinander, die werde ich drei Stück heraussuchen, anschreiben. Und die werde ich euch dann nach Hause schicken. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Weil egal was ist, ich habe zwar meine Meinung und ich vertrete die, aber immer mit Liebe. Das ist wichtig. Merkt euch das. Bereit für die vegane Demo? Je nach wieder ja. Lass doch warten, bis die aufbauen. Man. Die ist doch noch nicht so weit. Die will mir auch einen Film vorspielen. Nee, du bist erwünscht. Die denken, du nimmst Teil an der Demo, ja klar. Ja klar, ich gehe ganz nach vorne jetzt hier. Heute Veganer. Hi, grüß dich, alles gut, wie geht's dir? Wir haben uns schon mal gesehen, ne? Wir haben mal geschrieben. Entschuldigung. So, das ist hi. Hi. Tobi. Christian, freut mich. Oliver. Raffaella. Ja? Was erwartet uns hier?
Wir bauen gerade auf mit unseren Aktivisten, die schon da sind, einen sogenannten Cube of Truth. Bei dem Format stehen wir da mit Bildschirmen und zeigen einfach die Wahrheit dessen, was den tierischen Opfern jeden Tag wegen Nicht-Veganen passiert. Sprich Videos vom Schlachthof, Videos aus den ganz normalen Tierversklavungsindustrien, aber auch Biobilder. Und damit hoffen wir, dass Leute stehen bleiben, auf die Bildschirme schauen, weil sie ein Mitgefühl verspüren. Und dann fangen wir immer unsere Gespräche darüber an, warum das passiert, was das ist und wie man das stoppen kann, indem man einfach vegan lebt. Meinst du, Raphael hat eine Chance dazu? Klingt gut. Ich bin gespannt, ob die Menschen auch wirklich auf dich zukommen und angesprochen werden wollen über dieses Thema oder ob sie wirklich in die Offensive geht. Das ist gerade für mich sehr interessant. Also man muss definitiv sagen, seitdem sich mein Bekanntheitsgrad verändert hat, sprechen mich ja auch natürlich viele Jugendliche primär erstmal auf ein Bild an und dann nutze ich das meistens als Türöffner, um das Thema natürlich mit einzubringen. Aber viele Touristen, die mich nicht kennen, und ihr werdet das natürlich bei den anderen Aktivisten auch beobachten, bei dem Wetter vielleicht weniger, aber viele Leute bleiben einfach stehen, weil sie solche Bilder ja im Alltag nicht sehen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, sehen wir ja nicht die weinenden Tiere. Richtig. Wir sehen die abgepackten, toten Tiere, die schon fast schon anonym da liegen, weißt du? Das Darf ist, ich dir das auch mal ein Video zeigen? Ja, sicher. Ja? Was sagst du zu dem Video? Absolut hier? Schrecklich. Und weißt du, ich bin Gott sei Dank nicht daran schuld. Du bist daran schuld, was mit den Tieren passiert. Das, was am Bildschirm passiert, das ist schrecklich. Du bist genauso daran schuld wie du und ich auch, weil wir unsere Stimme nicht dagegen erheben. Das hast du etwas nicht verstanden, etwas Ethisches. Guck mal, mein Aktivismus ist, mich für diese Lage einzusetzen. Ja. Es gibt verschiedene Formen von Aktivismus. Das ist auch vollkommen korrekt und das soll auch weiter so weit beibehalten werden. Nur da drehen wir uns jetzt wieder im Kreis. Nein, Saro, wir drehen uns gar nicht im Kreis. Es gibt keine schön, ethische Verpflichtung. Wenn man ein bisschen mehr mit Liebe macht und nicht so mit... Wenn du diese Bilder schlimm findest, die Tiere leiden halt genauso und du zahlst einfach nur für deinen Genuss und der Tristan hier genauso. Für deine Habgier zahlst du dafür, dass genau das mit Tieren passiert. Ich zahle nicht dafür, dass das mit Menschen passiert. Bei Menschenleben wird mein Herz viel, viel weicher. Das kann auch sein, aber Herz. Du darfst nicht gleichzeitig Gewalt an Tieren ausüben. Dein Herz blutet für Tiere. Mein Herz blutet genauso für Menschen. Deswegen, ich kann es nochmal betonen, schicke ich weder Menschen noch Tiere. Dir fehlen bestimmte Werte. Guck mal, was wenn für eine du ekelhafte siehst. Unterstellung von dir. Okay, ich sage nichts. Ich fühle genauso du bist wie die Menschen. Verantwortlich für die Kriege in dritter Welt. Kannst du noch 10-mal sagen, hast du irgendeine Evidenz dafür, dass ich dafür zahle ich dafür, dass Menschen sich dort die Köpfe einschlagen? Ich zahle dafür. Ja. Ich sag, mach mehr. Nein, du zahlst mit deinem Geld, sagst du, mehr Schlachthäuser bauen, mehr Gewalt an Tierkinder. Aber Raffaela, bei allem Respekt, du gehst auch bei... Du hast keinen Respekt vor mir, Charo. Du unterstellst mir, dass ich keine Menschenliebe habe. Du unterstellst mir, dass ich einfach so... Du unterstützt Burger King, indem du deinen veganen Burger isst. Das ist Doppelmoral. Hoch 10. Du hast nichts verstanden, fass mich nicht an, Charo. Wir sind längst über diesen Punkt. Komm rein hier. Nee, ich stell mich da drunter. Ich komm rein hier gerade. Nom, 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 nom. So. Ich bin jetzt richtig gespannt, wer die anquatscht. Ehrlich, halt die Cam. Ich bin gespannt, wer der jetzt freiwillig geht und die anquatscht. Außer jetzt hier die kleinen Kinder, die so sensationsgeil sind, weißt du, so Zirkusunternehmen, weißt du? Schauen sich an jetzt hier den Zirkus. Sehen die ja nur als Clown. Jetzt mal ganz ehrlich, ja? Also es schmeckt für 5 Minuten und die leiden ihr ganzes Leben. Ja, das ist für mich kein Problem. Und das findest du, ist, macht dich das zu einem netten, guten Menschen? Ist das nett? Ist das doch normal. Es ist normal, leider ist es normal, aber es ist Gewalt. Nein. So eine Gewalt, würdest du das auch akzeptieren, wenn das Hunde wären? Ja. Mit denen das passiert? Achso, ich kann euch das auch machen. Also du hast gerade ernsthaft gesagt, mein Geschmack ist eine Gewalttat wert. Ja, das ist doch Sklaverei. Nein, wirklich nicht okay. Da haben wir ihn getroffen. Ja. Da ist sie. Die Rosalinde. Können wir ein Bild zusammen machen? Habt ihr euch das schon angeschaut? Da ja. Ein bisschen wolltest du dir das hier nicht ernst nehmen. Doch, ich habe die Karte auch bekommen. Das ist cool. Was hast du die? Ich will die auch. Von denen da. Reden wir kurz, dann kriegst du auch eine Karte. Okay, aber wir müssen uns das jetzt erstmal gemeinsam in Ruhe anschauen. Kannst du den Schritt weg? Guck mal, jetzt mal eine Frage. Ihr seid hier schon auf YouTube drauf, Jungs. Ehrlich? Ja, ihr seid schon auf YouTube drauf. Wow. Jetzt mal eine Frage. Ihr isst alle Döner. Ja. Kalb oder Hähnchen? Kalb. Tzatziki im Brot oder oben drauf? Im Brot. Oder Gialla, Bismillah und rein damit. Ja. Yeah. Yeah. Aber jetzt machen wir ein Bild, oder? Ja, jetzt machen wir. Okay, komm. Wir versuchen wieder hier so junge Leute anzusprechen, weißt du? Schade, traurig. Geh mir nicht auf den Sack. Guck mal, man sagt denen, die kommen zu dritt. Guck mal, 1, 2, 3. Du willst dich unterhalten? Wollen mir eine Meinung? Ich will mich nicht unterhalten. Ich stand doch da. Habe ich dich gerufen? Ja oder nein? Rede doch mal ruhig, wie ein normaler Mensch, nicht wie ein Affe. Ja, beleidigend werden die auch. Wenn die gar keine Argumente mehr haben, dann versuchen sie anders die Menschen zu triggern, mit beleidigen. Dann rede doch mit mir. Komm. Ich rede nicht mit dir. Aber er möchte doch nicht reden. Ist das ein Problem für dich? Ihr könnt keine Meinung akzeptieren. Komm, lass uns doch viel Menschen reden. Aber er möchte doch nicht reden. Mach einen Abflug, ehrlich. Mach einen Abflug. Ich weiß gar nicht, wo ich will. Okay, so.
Ahmed, komm mal bitte. Was ist das für ein Clown? Du kommst und willst mit mir reden, warum ich nicht noch vegan lebe und ich mich mit dir unterhalte. Ich erkläre dir meine Ansicht. Bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. Ist alles schön und gut. Aber dann kommt hier deine Freundin zur Seite, will mir auch noch mal ihre Meinung irgendwie einbrechen, so sehr penetrant. Dann kommt der noch mal von der Seite. Ja, warum nicht? Habt ihr noch einen Schuss? Stell dir vor, ich wäre jetzt mit einem langen Bart, arabische Kleidung und sagte, warum bist du jetzt kein Moslem? Warum folgst du nicht den Islam? Was meinst du jetzt, was los wäre? Ich wäre direkt hier mit einer 8 abgeführt. Das ist meine eigene Entscheidung. Na, genau, aber ich, wenn ich jetzt meine Meinung in euch so reinbreche, warum lebst du nicht nach Koran und Sunna? Warum machst du das nicht? Weil das unsere eigene Entscheidung ist. Genau, genauso wie meine eigene Entscheidung. Genauso wie meine eigene Entscheidung. Ich schade auch niemanden. Ich schade auch niemanden. Du schadest den Tieren. Nein, ich schade nicht den Tieren. Guck mal hier. Guck mal, ganz kurz. Mir ist klar, was in Palästina passiert. Hier, wenn die jetzt eine Kuh hätten, die würden alles für diese Kuh geben. Ja, klar. Wir leben hier, guck mal, wir leben hier, wir sind zu verwöhnt. Wir leben im Übermaß. Das stimmt. Wir leben im Übermaß. Und da ist das Problem. Knüpf mal an, unterhalte dich lieber mit deinen Eltern, mit deinen Großeltern, ist viel, viel wichtiger, als hier rumzuturnen. Ehrlich. Ach, das tue ich schon sehr oft. Sehr, mach's mehr, ehrlich. Mach's mehr. Und ich wünsche dir vom Herzen alles Gute, ehrlich. Ich hoffe, du wirst nicht so behandelt, wie du die Tiere behandelst. Sehr süß. Ja, sehr süß. Du spielst gern das Opfer, oder? Nein, ich spiele nicht das Opfer. Doch. Ihr spielt immer das Opfer, obwohl ihr voll die Täter seid. Das ist das Schlimme. Ich stehe da nämlich über eine Stunde unterm Dach und ihr penetriert einfach. Guck mal, ich haut da ab. Siehst du, was das ist? Seht ihr das? Das ist das Traurige. Was soll er machen? Was habe ich da gemacht? Aber was machst du denn hier? Ja, alles Gute. Ja, das ist ja auch voll. Guck mal, was für ein toller Gastgeber. Du warst bei mir seit heute Morgen. Trollprotokoll. Ja. Ne? Du warst bei mir seit heute Morgen. Ich hoffe, ich habe dich gut behandelt, auch die Raffaela. Auch wenn wir beide nicht einer Meinung sind, ist das vollkommen in Ordnung. Aber man muss nicht beleidigt sein. Und man muss sich nicht so alt. Wer war beleidigend? Hier, eins und ein anderer Kollege zwei. Verstehst du mich mal? Nein, du nicht. Alles Gute. Ja, jetzt musste ich einmal durchschnaufen. Also ich habe sie ja hier, sie wurde ja eingeladen zu der Demo. Ich war wirklich offen dafür. Wir haben jetzt schon Abend. Seit heute Morgen 10 Uhr sind wir unterwegs, seit mittlerweile 18 Uhr. Ich denke, ich war ein guter Gastgeber für sie und ihren Tobias. Aber jetzt bin ich hier hingekommen. Naja, dann wirst du angeschrien, dann wirst du beleidigen. Obwohl du sagst, ich stehe nur hier. Ich will nicht mit euch reden. Du kannst deine Meinung haben, ich habe auch meine Meinung. Aber ich will nicht mit dir reden. Trotzdem wirst du so penetriert. Weißt du, und dann setzen die sich in die Opferrolle rein, obwohl das die Täter sind. Ekelhafte Nummer. Ehrlich, ekelhafte Nummer. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, wer Aktivismus betreibt, soll weiterhin Aktivismus betreiben. Nur eins dürft ihr nicht vergessen, die Zwischenmenschlichkeit darf nicht verloren gehen. Sonst wirst du nie was erreichen. Ciao. Got my vision blurred, and now my mind's in a whirl.